Herzlich willkommen zu einem weiteren NTAU-TV-Video. Mein Name ist Dennis Mepiel und heute sprechen wir über Xenoblade Chronicles, die definitive Edition für Nintendo Switch. Die kommt jetzt am 29. Mai heraus, gemeinsam an einem Tag, wo noch andere Spiele erscheinen werden, wie zum Beispiel Bioshock von 2K Games. Aber Nintendo traut sich trotzdem, Xenoblade Chronicles, quasi eine überarbeitete Version der Wii-Version als auch der New Nintendo 3DS-Version zu veröffentlichen. Und ihr wisst ja vielleicht, Xenoblade ist einfach ein Rollenspiel aus dem Hause Monolith Soft. Und das Video heute wird auch ziemlich locker gestaltet sein, denn es geht heute einfach nur darum, ich möchte gerne die Leute ansprechen in diesem Video, die vielleicht mit Xenoblade nur nicht im Kontakt waren, weil ich muss auch eines zugeben, ich war mit dem ersten Teil bis jetzt auch noch nicht in Kontakt gewesen. Ich habe zwar den zweiten Teil damals auf der Nintendo Switch, als er rauskam, durchgespielt, hat mir auch wirklich super, super viel Spaß gemacht, aber Teil 1 habe ich damals auf der Wii bei meinem sehr geehrten Kumpel, dem lieben Pascal, angespielt, fand aber damals schon die, allein schon technisch fand ich das Spiel schon sehr, wenn man da schon die HD-Konsolen gewohnt war, war das schon echt harte Kost. Ja, aber jetzt muss ich zugeben, jetzt habe ich auch selber die Möglichkeit, wieder Xenoblade, das den ersten Teil, nachzuholen auf Nintendo Switch. Und ich muss wirklich sagen, ich bin ein Rollenspiel-Noob. Das bedeutet, ich bin nicht gut in Rollenspielen. Ich habe auch schon diverse andere Rollenspiele durchgespielt, wie zum Beispiel Skies of Arcadia, dann hier und da mal eins, also jetzt Xenoblade Chronicles 2 und halt immer wieder mal kleine Rollenspiele. Muss aber auch sagen, es gibt dann so Rollenspiele, mit denen werde ich halt auch gar nicht warm. Aber das war so ein bisschen meine Befürchtung, dass ich wirklich nicht mit Xenoblade Chronicles warm werde. Aber ich muss wirklich eins sagen, das Spiel macht mir wirklich richtig, richtig viel Spaß. Teil 2 fand ich, muss ich zugeben, vom Kampfsystem her sehr kompliziert. War schon ziemlich schwierig reinzukommen. Beim ersten Teil muss ich wiederum zugeben, ich finde, es wird alles super erklärt. Man wird auch super in das Spiel eingeleitet. Es geht ja darum, am Anfang des Spiels bekommt ihr eine Szene zu sehen rund um verschiedene quasi Bewohner des einen Titanen. Ich sage jetzt einfach mal, das sind die Menschen, die nennt man in dem Spiel Homs. Die sind im Besitz des Monado-Schwertes und versuchen sich halt immer in regelmäßigen Abständen gegen die Mekkons sich zu wehren, denn die Mekkons sind sogenannte Cyborgs, Roboter, die versuchen halt die Homs, also die Menschen, zu vernichten bzw. zu fressen, damit sie, ja, deren Kraft kriegen. Und dieses Monado-Schwert versuchen sie auf jeden Fall zu verteidigen und ist halt leider ihre einzige Quelle, um die Mekkons zu besiegen. Was sonst so mit dem Monado-Schwert auf sich hat, erfahrt ihr auf jeden Fall schon bereits schon ziemlich am Anfang der Story. Ihr kriegt so ein paar Details erklärt und natürlich später im Verlauf kriegt ihr immer wieder hier und da mal Hinweise, was es eigentlich mit diesem Schwert auf sich hat. Aber es gibt nur einen Helden natürlich in diesem Spiel, der dieses Schwert auch beherrschen kann, und das ist unser lieber Shulk. Shulk kennt ihr bestimmt schon aus anderen Spielen, wie zum Beispiel aus Super Smash Bros. For Wii U, beziehungsweise Super Smash Bros. Ultimate. Da war es beziehungsweise mein erster Kontakt mit diesem Charakter gewesen. Und natürlich ist es auch wirklich cool, mal zu sehen, seine Ursprünge aus diesem Spiel mitzuerleben. Und das macht mir wirklich sehr viel Spaß, denn das Monado ist auch ein ganz, ganz besonderes Schwert, denn in regelmäßigen Momenten erlebt quasi Shulk durch das Triggern von Events, sieht er spezielle Ereignisse aus der Zukunft. Wie zum Beispiel, wenn ein Charakter, mit dem er begleitet, eventuell sterben sollte, sieht er diese Vision, kann dementsprechend die Zukunft verändern und muss natürlich taktisch denken, okay, was muss ich jetzt tun, damit diese Vision nicht in Erfüllung geht? Und das ist wirklich in der Story an sich mega interessant und auch wirklich packend. Also ich habe jetzt wirklich selber gerade mal 10 Stunden gespielt und das sind wirklich gefühlt gerade mal 8-10% des Spiels, wie ich mitbekommen habe. Und allein schon was an Story vorkam, ebenfalls an Zwischensequenzen, wow, das fand ich wirklich sehr beeindruckend und ebenfalls sehr positiv schon mal zu erwähnen ist, wie schön das Spiel, auch man sieht natürlich, dass das Spiel alt ist, man sieht auch, dass es ein Wii-Titel war, aber das Spiel wurde so gut aufpoliert, das macht dann einfach nochmal doppelt so viel Spaß.
Das Monado-Schwert kann aber nicht nur einem dazu helfen, in die Zukunft zu blicken, sondern man kann auch wirklich im Kampf sehr viele gute Sachen damit machen. Normale Waffen können einfach keinen Schaden anrichten gegen die Mechons, das schafft halt nur das Monado. Und dank dem Monado kann man zum Beispiel andere Waffen seiner Kameraden verzaubern, dass die ebenfalls Schaden hinzufügen können. Ebenfalls, was das Monado noch beherrscht, ist zum Beispiel die psychische Abwehr. Ja, dass quasi diese Abwehr nochmal gesteigert wird. Das heißt, ihr habt größere Chancen auszuweichen. Ebenfalls könnt ihr auch ein Schutzschild für euer ganzes Team erstellen. Das heißt, euer Schaden ist dann auch ebenfalls so gut wie nicht vorhanden. Oder ihr könnt ebenfalls die Kraft bündeln und dank dem Monado-Schwert einfach mal einen großen Schlag austeilen und eventuell ein Mechon sogar mit einem Schlag vernichten, falls ihr natürlich entsprechend hochgelevelt seid. Ja, ansonsten, das Kampfsystem ist wirklich, wie schon meinte, es fällt mir viel, viel leichter als im zweiten Teil. Das muss ich schon mal sagen, ich als Rollenspiel-unerfahrener Mensch. aber auch ein bisschen verwirrend, denn es gibt ja die ganz normalen Attacken, dann gibt es die Spezialattacken, die laden sich nach und nach auf. Ihr sollt natürlich immer lesen, was die Spezialattacken erfordern. Das heißt, es gibt Attacken, da solltet ihr vielleicht an die Seite eines Gegners gehen oder vielleicht da hinten dran sein. Das heißt, ihr müsst quasi versuchen, dass der Gegner euch nicht mehr angreift, sondern das hat man ja damals in damaligen Rollenspielen die Agro ja genannt, wenn man das so hier auch nennen darf. Ihr müsst halt versuchen, dass der Gegner nicht mehr auf euch eintricht, sondern dass ihr halt guckt, dass der auf andere fixiert ist, damit ihr Zeit habt, nach hinten zu gehen, hinter dem Gegner und dann diesen Spezialschlag auszuholen. Und das sind so Aspekte, die finde ich ja wiederum ganz cool, wenn man merkt, immer später im Spiel, selbst immer nach 10 Stunden kam ja immer wieder mehr dazu und ich selbst bei meinem jetzigen Spielstand habe ja immer noch nicht alles freigespielt, was total krass ist. Und es macht halt einfach so viel Spaß und ja, ich bin mal gespannt, was mich noch erwarten wird. Ich will auch heute in dieser Vorschau einfach auch nicht so viel drauf eingehen. Ich werde auf jeden Fall noch ein Spieletest-Video machen. Würde mich freuen, wenn euch dieses Vorschauvideo quasi gefallen hat, denn ich will hier mit diesem Video auch eher unerfahrene Spieler ansprechen, die sich vielleicht ebenso ein bisschen unsicher sind, so von wegen, soll ich mir jetzt dieses Xenoblade Chronicles für Nintendo Switch holen oder nicht? Ich hoffe, das ist jetzt nicht so schwierig. Keine Sorge, also selbst ich komme wunderbar mit rein. Mein Kollege der Nils hat mich schon darauf hingewiesen, dass das Spiel schwerer sein soll. Aber da bin ich wirklich optimistisch, wenn man wirklich viel levelt und auch viel spielt oder halt auch viel ab und zu mal spielt, dann kommt man wirklich sehr gut in das Spiel hinein und da fällt auch einem das viel, viel leichter, als es sollte. Ich hoffe, euch hat dieses etwas andere Vorschau-Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns gerne auf YouTube, folgt uns auf Twitch. Wir machen wirklich regelmäßig Livestreams, schaut mal vorbei. Ansonsten, hier und da mal ein Video. Besucht endtau.de, kommentiert, was das Zeug hält. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und wenn es euch doch gefallen hat, dann tut es, was ich euch gesagt habe. Und wenn nicht, dann behaltet es für euch. So, mein Name ist Dennis Mepiel. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Bye, bye.